Verehrte Zuschauer, zum Programmschluss noch einmal Nachrichten der Heute-Redaktion. Washington. Der amerikanische Präsident Reagan hat die Bedeutung der Einigkeit der westlichen Allianz in der Frage der Mittelstreckenwaffen unterstrichen. Er äußerte sich nach einem Gespräch mit seinem Stellvertreter Bush nach dessen Rückkehr von einer Europareise. Fortschritte bei den Genfer Verhandlungen mit der Sowjetunion seien jetzt mehr als jemals zuvor davon abhängig, dass sich die NATO einig sei und entschlossen bleibe, neue Waffensysteme aufzustellen, wenn kein Ergebnis mit Moskau erzielt werde, sagte Reagan. Brüssel. Die Rüstungsausgaben der Sowjetunion sind nach einer Studie der NATO weiter gestiegen. Danach gehen gegenwärtig 14-16% des sowjetischen Bruttosozialprodukts in die Rüstung. In den frühen 70er Jahren seien es noch 12-14% gewesen. In den europäischen NATO-Staaten hatten die Rüstungsausgaben 1982 einen Anteil von 3,8% am Bruttosozialprodukt. In den USA waren es 6,6. Jerusalem. Der israelische Verteidigungsminister Sharon tritt zurück. Er will am kommenden Montag sein Amt niederlegen. Nach Meldungen des israelischen Rundfunks bleibt er aber als Minister ohne Geschäftsbereich weiter Mitglied des Kabinetts. Mit seinem Entschluss zum Rücktritt als Verteidigungsminister folgt Sharon einer Förderung der staatlichen Untersuchungskommission. Sie hatte die Massaker in zwei Beiruter Flüchtlingslagern untersucht und eine Mitverantwortung Sharons festgestellt. Washington. Der Internationale Währungsfonds soll bis zum Jahresende durch eine Kapitalerhöhung um fast 48% gestärkt werden. Dies haben die Finanzminister und Notenbankchefs der Mitgliedsländer beschlossen. Ziel der Aufstockung ist es, der wachsenden Zahl von hochverschuldeten Staaten im Fall von Zahlungskrisen schnell und wirksam durch Kredite zu helfen. Bonn. Bundeskanzler Kohl hat Arbeitgeber und Gewerkschaften für den 28. Februar zu einem Gespräch am runden Tisch eingeladen. Bei dem Treffen soll vor allem über Möglichkeiten zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gesprochen werden. Bonn. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen über Unregelmäßigkeiten im Haushalt des Bundesministeriums für innerdeutsche Beziehungen unter der Leitung seines früheren Ministers Franke aufgenommen. Sie schaltete sich auf Antrag von Frankes Amtsnachfolger Barzel in die Untersuchungen ein. Barzel war mit seinem Antrag auf eine entsprechende Empfehlung des Dreierausschusses des Bundestages gefolgt. Das Wetter: in der Südosthälfte Schneefall, sonst wolkig mit zunehmend sonnigen Abschnitten, auch tagsüber Frost. Das, verehrte Zuschauer, waren die letzten Meldungen. Damit ist das Programm des ZDF beendet. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.